Einen Höhepunkt des Fremdenverkehrs im Herbst bildet die Trauben- und Mostkur. Der Badener Weinbauverein unter Gemeinderat Ökonomierat Gleichweit sorgt dafür, dass dabei Trauben aus den Badener Weingärten zum Verkauf kommen. Am Hauptplatz herrscht dann ein lebhaftes Treiben, das sich geradezu südlich ausnimmt. Die Weinhauer sind daran interessiert, eine teilweise Verwertung ihrer Ernte in Form von Trauben und Frischmost anzubieten. Damit kann das Weinlager einigermaßen gesteuert werden. Der Kurort aber erhält damit eine Ergänzung seines Gesundheitsangebotes. 1984 wurden die Trauben erst verhältnismäßig spät reif, sodass der Beginn der Traubenkur um eine Woche verschoben werden musste. Die Bäcker und der Innungsmeister Ottmar Schneider werben für ihre Produkte am Tag des Brotes. 1984 bildete das größte Kipferl der Welt den Mittelpunkt dieser Schau, ein Symbol für das Badener Kipferl, das 1980 im Jubiläumsjahr der Stadt eine alte Tradition wieder aufgenommen hat. Es wurde in einem kleinen Umzug durch die Stadt geführt und vor dem Rathaus aufgestellt. An diesem Tag marschierte neben den Einrichtungen der Traubenkur alles in Baden auf, was mit Bäckerei und Brot zu tun hat. Besonders die Lehrlinge aus der Landesberufsschule für Bäcker, die in Baden ein neues Schulgebäude mit einem Internat erhalten hat, geben dem Ganzen ein sehr frisches Gepräge. Ich möchte natürlich nicht versäumen, die Berufsschule hier global zu begrüßen. Liebe Bäckerjugend, liebe Freunde, die hier mitgeholfen haben, liebe Badener, meine Damen und Herren. Kammerobmann Landtagsabgeordneter Breininger und Bezirkshauptmann Hofrat Wanzenböck sprechen zu diesem Anlass, der eine Art Volksfest darstellt. Ich habe die Wirtschaft zu vertreten, sondern auch Grüße von unserem Herrn Bürgermeister, Herrn Hofrat Professor Viktor Wallner, zu entbieten. Der beliebte Zauberer Franz Opawski zieht die Jugend in seinen Bann. Am Allerheiligentag begeht Baden vor dem Kriegerdenkmal seine Totengedenkfeier. Nach alter Tradition treten hier das Bundesheer, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Polizei, der Kameradschaftsverband und eine Reihe anderer Badener Organisationen an, um der Toten zu gedenken und Kränze niederzulegen. Der Bürgermeister wies 1984 darauf hin, dass das Kriegerdenkmal 50 Jahre alt geworden sei. Sein Schöpfer war Professor Müllner. Es gehört zu den wenigen Denkmälern dieser Art, die nicht nur Soldaten darstellen, sondern den Menschen in seiner Not zeigen. Aber auch zu verhindern, dass wir dieses große letzte Denkmal errichten müssen. Das Denkmal über den Tod unserer Umwelt.
Das Frauenbad wurde in den letzten Jahren zu einem Ausstellungszentrum umgebaut. In ihm findet auch die Weihnachtsausstellung statt, die einen besonderen Anziehungspunkt für die Kinder zu diesem Fest schafft und eine in ganz Österreich einmalige Ergänzung der weihnachtlichen Gestaltung der Stadt bildet. Eingebettet in ein umfangreiches Rahmenprogramm wurde 1984 technisches Spielzeug gezeigt. Im Mittelpunkt stand alles, was mit Computern zu tun hat. Das konventionelle Spielzeug trat leider ein bisschen in den Hintergrund, weil die Kinder besonders dieses neue Angebot belagerten. Um in dieses teilweise sehr komplizierte Gebiet besser einzuführen, wurden Vorträge und Informationsveranstaltungen geboten. Damit lernen die Kinder bereits spielerisch mit etwas umzugehen, was für sie später eine Art Gebrauchsartikel des täglichen Lebens sein wird. Trotz der sehr verkürzten Ausstellungszeit wurden über 7000 Besucher gezählt, bei denen die einzelnen Schulklassen nicht mitgerechnet sind. Spiel als Vorbereitung für das Leben. Ein sinnvoller Beitrag zum Jahreswechsel.